Hallöchen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grand Theft Auto 5. Wir sind hier in der wunderschönen Welt von Los Santos und ja, heute geht's mal auf zum Lester. Ich bin schon im Missionsbereich drinne und ich glaube, der kann uns ein bisschen, oh, Entschuldigung, ein bisschen aus der Misere raushelfen, da wir ja in der letzten Folge ja von einem gewissen Herrn von der kleinen Mafia das Haus zerstört haben und jetzt müssen wir 1 bis 2 Millionen Dollar zurückzahlen und mal schauen, ob uns Lester da ein bisschen aus der Misere raushelfen kann. Ich bin gerade mal auf dem Weg zu ihm, wenn ich nicht alle meinen Weg fahren würden. Und wow, ich genieße wieder ein kleines bisschen GTA. Also so ist das Sicht dieser Stadt. Wie schön es einfach nur animiert ist und wie viel hier eigentlich zu tun ist immer. Also man kann ja wirklich allen möglichen denklichen Scheiß machen. Man kann jetzt auch jetzt schon, gleich zum Anfang an, kann man die komplette Karte befahren und alles erkunden. Und das könnte ich natürlich machen, aber ich will ja. Warte mal. Nee, das machen wir nicht. Komm. Ein andermal ja, aber heute. Nee, heute will ich mal ein bisschen ohne Polizei leben. Wir wollen ja auch mal ein kleines bisschen, also ich will ja mal ein bisschen realistisch vorangehen. Sowas, sagen wir es so, dass wie ein kleines richtiges Lebensspiel. Und nicht, dass hier Michael der totale Ausraster ist und alles über den Haufen schießt. Nein, ich will jetzt die Mission einzeln machen. Und wenn wir zum Beispiel irgendwann die Hauptmission durchhaben, dann werde ich an die kleinen Nebenmissionen gehen und nebenbei alles machen, bis wir irgendwann die 100% erreicht haben. Und ich hoffe, das werde ich auch mit eurer Hilfe schaffen, dass ihr mir ein bisschen Mut gebt und sagt, ey, ja, komm, ist geil, mach weiter, mach weiter. Ein Däumchen hoch wär da mal ein bisschen hilfreich. Und deswegen mache ich hier großteils weiter und versuche mit euch die 100% zu erreichen. Jetzt gucken wir mal, wo der gute Lester wohnt. Der müsste die nächste Einfahrt links. Oh, sorry, ich habe einen Frosch im Hals. Der nervt mich ein bisschen, der quakt immer vor sich hin. Gut, da oben wohnt der gute Lester. Fahre ich mal ein Stück ran hier. Was war hier auf dem Schild drauf? Ah, es sah aus, als wie bitte nicht in Stehen pissen oder so. So, Lesters Bude. Fuck you, Lester. You gonna let me in or what? Give me a minute. So, die Tür scheint offen zu sein. Ich gehe mal ganz kurz. Ich muss mal was prüfen. Wir sind ja auf der PlayStation 4-Version. Und schaut mal hier. Da hinten ist ein kleiner Master Chief und ein paar Superhelden. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah, well, since you put it like that. Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this, fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism, and brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me?
I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Gut, da wollen wir uns im Suburban mal ein bisschen frisch machen. Und jetzt kann ich endlich in die Läden rein. Oh, wurde ja auch Zeit. Da werden wir mal, ja, Michael was Flippiges anziehen. Und dann gehen wir natürlich auf die Spur und dann werden wir ein bisschen Krach in kleinen Firmen machen. Oh, da habe ich Lester Smart ein bisschen zerdrückt. Gut, auf geht's. Auf zum Klamottenladen. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas. Wir wollen ja nicht Ewigkeiten rumdümpeln. Und dann werden wir diesen, ja, diesen Webdesigner-Fritzen da, also diesen iFruit-Leuten mal zeigen, wo der Hammer hängt. Alter. Ich kann mich immer nicht satt schauen. Ich weiß, manche würden denken, ja, auf PC läuft es auf 60 Bilder die Sekunde und hast höheres Anti-Aliasing. Es stört mich eigentlich nicht. Hauptsache, man kann es richtig gut flüssig spielen. 30 Bilder pro Sekunde ist es auch für mich flüssig. Und mehr brauche ich auch eigentlich gar nicht. So. Gehen wir runter hier. Und da ihr auch wisst, dass sowieso, dass ich PS4 Let's Player bin und höchstwahrscheinlich PS5 und PS6 und so weiter und so fort. Vielleicht kommen ja noch ein, zwei PC-Spiele rein, mal gucken, was sich so bietet. Wenn irgendwelche Spiele halt nicht für die PlayStation 4 kommen, dann werden sie halt doch auf dem PC gemacht oder vielleicht auf der Xbox. Da ich bin ja kein Fanboy, sagen wir es so, und deswegen funktioniert das immer recht gut. Ich kann mir immer noch aussuchen, was ich will, und ich beleidige natürlich auch keine anderen Communities, die sagen, ja, Xbox ist besser und sowas alles. Das geht mir regelrecht am Hintern vorbei. Ich brauche ja sowas nicht. So, gucken wir mal rein. Gut. Ah, excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? All right. Alter, die Alte ist ganz schön frech, muss man schon sagen. Gut. Wir müssen mal ein bisschen umkleiden. ja, besonders schick wirkt das ja nicht. Ja, komm, nehmen wir das. Sieht nicht ganz so doof aus. Ich könnte eine Brille gebrauchen. So eine richtig schniekige Sonnenbrille. Ja, so eine große Auswahl haben wir ja nicht. In GTA Online sind ja die Klamottenläden immer großteils zusammengezogen. Komm, nehmen wir mal die hier. Die sieht ganz schick aus. Also da ist in jedem Klamottenladen das gleiche, aber hier müssen wir, also im Offline-Modus, müssen wir ja jeden Laden einzeln abklappen, wo es immer abklappern, wo es immer was anderes gibt. Ach komm. Nehmen wir mal. Ja, nehmen wir das. Oder? Leider kann ich mir diesen Gegenstand nicht leisten. Ha, ich hätte die Brille nicht kaufen sollen. Scheiße, ich brauche Geld. Ich brauche ein bisschen Knete. Warte, ich muss mir ganz kurz ein bisschen Geld besorgen. Wo bekommen wir jetzt am schnellsten Geld her? Natürlich auf der Straße. Du hast Geld, oder? Du hast Geld. Hast du kein Geld? Nee, der hat nix. Hä? Muss doch irgendeiner ein bisschen Knete haben. Hier, ihr habt euch Kaffee geholt. Hast du Geld? Der hat Geld. Aber nur 19 Dollar. Oh, jetzt kommt die Bullen. Ich weiß, ich lenke total von der blöden Mission ab. Komm, wir verstecken uns mal ganz kurz. So, 19 Dollar, 40 brauche ich. Lalalala. Das sind die Bullen. Psst, jetzt ganz leise. Scheiße, ich glaube, die wissen, wo ich bin. Nee. Alter, was ist denn da vorne für ein Aufgebot?
Nein, 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 geh woanders hin. Komm schon, komm schon, komm schon. Ha, das war's. Und jetzt komme ich natürlich aus der Ecke wieder rausgeschossen. Hallöchen, Freunde. Ja, wir brauchen immer noch ein bisschen Knete. Alter, hätte ich mal das Geld nicht für irgendwelchen anderen Müll ausgegeben. Aber ich müsste mir unbedingt die coole Sonnenbrille holen. Hab natürlich wieder nicht aufs Geld gedacht, weil ich immer noch im GTA Online-Modus bin, wo ich genug Schotter habe. Wie teuer war die Hose nochmal? Da muss ich mal ganz kurz gucken. Über 60 Glocken. Mann, das gibt's doch nicht. Ich brauch Geld. Ja, Tennislehrer, Lester. Ich brauch Geld. Hey, it's Lester. I don't listen to my messages, but I probably listen to yours. Do with that as you will. Ich brauch Geld. Ich kann mir keine Hosen leisten. Ah. Hier, du hast doch bestimmt Geld, oder? Da, der hat Geld. So, jetzt sind wir schon mal bei 43. Komm, Gott, du hast auch noch Schatten. Komm her. Warte. Der hat auch nix. Alter, was seid ihr denn alle nur pleite? Ich brauche doch nur ein paar Dollar. Warte mal, die hat irgend so eine Hipster-Klamotten da vorne an. Da bleibt aber stehen, Mann. Die, hier. Du hast Geld, oder? Hast du Geld? Wo habt ihr alle keinen Schotter? Doch, die... Jetzt habe ich schon mal... schon mal 50 Dollar. Komm. Hier, noch Geld. Alter, Double Kill. Komm, du auch noch. Und du. Zack. Alter. Jetzt müssten wir bald das Geld zusammen haben. Ja. Noch ein Dollar. Komm, wir müssen jetzt irgendwo einen Dollar schnorren. Alter, das gibt's doch nicht. Jetzt renne ich hier einem Dollar nach. Hier, du hast bestimmt einen Dollar, oder? Nein, zwei Sterne. Ich muss mich verkrümeln. Jetzt muss ich mich aber wirklich verbissen. Jetzt sind wir nachher das ganze Geld los. La 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 la. Verfolgungsjagd, Verfolgungsjagd. Verstecken, 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 verstecken. Komm, wir gehen da hinten hoch. Alter, so kann sich natürlich auch eine Folge in die Länge ziehen, oder? Komm, wir werden verfolgt. Guck mal. Da unten laufen sie lang. Scheiße, ich glaube, der weiß, wo es lang geht. Ach, doch nicht. Sind sie losgeworden? Hä? Da geht die Garage auf, wenn ich mit dem Kopf unten auf die Erde krache. Na schön. Ich glaube, wir brauchen einen Dollar. Hast du einen Dollar? Gibt's doch nicht, dass die keinen Dollar hat. Ich brauche einen Dollar. Ich brauche einen Dollar. Komm. Komm her! Warte, der hat einen Dollar, der raucht. Ey! Ey, ey, nicht wegrennen! Ach komm hier! Boah! Alter! Der ist ein gut ausgewichener Typ hier. So ein Nerd hier vorne. Warum habt ihr alle kein Geld? Was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Hier, du hast Geld, komm. Na, bleib da mal liegen. Mann, warum hat denn hier keiner Geld? Du hast Geld. Komm her. Ja, der Alter, was ist das? Das gibt's doch nicht. Ich muss doch wieder einen Schotter haben. Wir sind hier permanent irgendwie auf der Flucht. Ich brauche doch nur ein bisschen Geld. Bitte, Katze. Hast du Geld? Oh, Entschuldigung. Warum? Was hat denn Jesus? Da, die Pute. Die hat bestimmt Geld. Die filmt mich schon mit dem Handy. Was hast du jetzt davon?
hat auch nichts. Was? Oh, die Polizei kommt. Ah, fuck it, ich brauch doch nur einen Dollar. Oh, hier oben. Hä? Seit wann gibt's hier eine Skatebahn? Okay, wusste ich auch noch nicht. In den Baum. Oh, und. Ah. Alter. Komm, ich brauch doch nur einen Dollar. Gib mir einen Dollar. Oh, hier, die Fette, die hat bestimmt Geld bei. Ja. Wir haben das Geld. Wir haben das Geld. Wir haben das Geld. Und jetzt verkrümeln wir uns. Was? Irgendjemand sieht mich. Ja. Wechsel die Bullen. Gut. Wenn die Bullen jetzt weg sind, dann klauen wir uns noch schnell ein Auto. Raus mit dir. Meine Karre jetzt. Na, 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 na. Jetzt können wir uns endlich die Hosen leisten. Das ist wie im echten Leben. Man prügelt sich so ein bisschen durch und dann... Ah, verpasst man die Einfahrt. Man prügelt sich durchs Leben, um an Geld zu kommen. Warum Penner sein, wenn man auch irgendwelche Leute auf die Fresse hauen kann? So, jetzt schnell die Hose. Alter, die Mission. Ich glaube, die Leute, die Mission bei sich schon mal gespielt haben, die werden nicht so ein Chaos gehabt haben wie ich. Ja. Gut. Dignity aside, I think that might just work. Ja. Good luck at the interview. Jo, danke schön. So, auf geht's. Oh, jetzt müssen wir uns auch ein bisschen beeilen hier. Michael? I'm all dressed up. Now, you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Kann ich auch. Huh! Durch da. Rüber. Alter, das ist eine Fahrkunst hier. Ah! Oh, die Straßen sind immer echt schön voll. Alter, der Smart. Sind die Fahrzeuge aus dem kein Hipster-Update? So. Perfekt. Auf zum Hintereingang. Komm, ich muss hier ein bisschen mehr jung und sportlich aussehen. Zack. Life Invader. Hey. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, my. You know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke break's about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Oh, klar, hat, glaube ich, nichts gerafft. Sehr schön. Gut, wollen wir dem armen Kerl mal helfen? I'm totally becoming a tech evangelist when the big boys vest. Maybe not even tech. I'll evangelize anything. La 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 la. Hi. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Oh, I'm gonna take a normal chair. I have a terrible... Sieht auf jeden Fall richtig geil hier aus. Gerade die Lichteffekten finde ich richtig gut. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. This is a filthy hard drive. Okay. Hier ist ordentlich was los. Got any antivirus software? I think so. Alter. Oh, that's junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work. Alter, wie viel kommt denn hier auf? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Start him early, bro. You write your best stuff in your tweens.
Okay, we got some space. I'll try to boot up this antivirus. Antivirenprogramm? And we scan. Scan. There it goes. You want a massage? Cause my hands are free. So. We'll get there eventually. And that should do it. Perfect. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Alter. Okay, die sind alle nicht ganz glatt. Jetzt wollen wir mal nach den Prototypen gucken. So, jetzt schnell weg hier. Bevor das irgendeiner mitkriegt. Jetzt drehen die alle dadurch. Dude, when it blue screens again, you're my guy. Bye. Okay. Also diese ganzen. Alter, was ist mit denen nicht in Ordnung? Gut. Haben wir das ja souverän noch erledigt, auch wenn wir. Some a-hole drank my effing hemp milk. There was a totally non-passive-aggressive note on it. Ach, wenn wir da einen kleinen Patzer hatten. Komm, komm. I'll buzz you out. Okay, dankeschön. Und ja. Vordereingang, Hintereingang. Komm, wir schnappen uns jetzt hier einfach. Nein, schnappen wir das Auto doch. Nein, er fährt weg. Ach komm, wir nehmen den hier. Der ist auch schön. Hey, Michael. Hold on, hold on. Domed! I domed you! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry. The phone is rigged. Now, what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Now, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Okay. Gut, machen wir das mal, wie er es gesagt hat. Gehen wir setzen uns mal schön vor den Fernseher. Oh my god, you guys are so lame! No, I'm watching Fame or Shame! The fucking tits! Give it up! Gut, umschalten. Ach, hier haben wir es ja schon. Jetzt einfach nur warten, bis er den Prototypen rausholt. This company has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Caraway. Today, you're about to witness a new phase. Full-on weapons grade red alert world domination. Sie alle durchdrehen für ein Handy. Kennt man irgendwoher? People's private data in the public domain, and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years? That's not just impressive, it's revolutionary! Yay, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Today, right here, we are about to make the next step. Prepare to witness the future. Andocken. The Life Invader mobile device. Okay. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Now you're going so to stay docked. Oh, hold on a second. I think someone's trying to dock with me. Hello?
Oh! Oh! Oh, Jesus! Whoa! No, 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 Les- no, no, whoa! Alter Schwede! Da hat's ihn ein bisschen weggeblasen. Okay. Bestanden. Ja, ein bisschen Überlänge gehabt, aber ja, trotzdem geschafft. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und hoffentlich seid ihr in der nächsten Folge wieder dabei. Und wir gucken nochmal kurz Lester an. Lester! That was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. So, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao und macht's gut.